Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jedi Knight 2. Ah, kommt direkt jemand angelaufen, sehr schön. Ich glaube, du verziehst dich auch gerade wieder, wie es scheint. So, du kannst da mal weg. Dann kommst du dran. Immerhin. Na komm. Da hinten war ja auch noch einer um die Ecke. Genau, das waren die, die reflektieren. Ich glaube, da kriege ich aber keinen. Oder ihn kriege ich nicht. Aua. Naja, wir haben es geschafft. Zwar nicht so ganz elegant, aber wir haben es geschafft. Nein, haben wir nicht. Jetzt haben wir es geschafft. Ich sollte nichts sagen. Ich sollte einfach nichts mehr sagen. So, die Herren. Immerhin kriegen wir es hier wieder ein bisschen Zeug zum Auffrischen. Das ist ja auch nicht verkehrt. So, einmal Muni ist auch nicht schlecht. Nehme ich gerne mit. Und hier können wir was umlegen. So, was gibt's denn hier oben noch Schönes? Eine Leiche. Und Leben. Sehr schön. Na dann, speichern. Schauen wir mal, was uns hier erwarten möchte. Ah. Der Raum. Das wird es wieder heftig. Was war denn das? Nix. Ja, Gegner, die sich bewegen. Keine sehr gute Sache in diesem Spiel hier. Niemand? Was ist denn gerade hier mit dem Spiel los? Warum schmierst du denn so ab? So, das wäre das. Also ich meine gerade dieses Kratzen. Irgendwas ist doch da nicht so ganz in Ordnung. Wer ist da? Niemand. Gut, dass der jetzt nicht allzu viel mitgekriegt hat. So, da kamen wir, glaube ich, her. Jupp. Na dann. Hier ging's weiter, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Nichts. Was geht hier vor? Wo rennst du jetzt hin? Willst du Verstärkung holen? Wäre ja nicht so nett. Ja, hier langsam vorgehen ist echt Pflicht, weil... Es erwartet uns eine ganze Menge Gegner. So. Ihr rennt einfach mal sinnlos runter, wie es scheint. So. Ja, wir haben wieder viel zu viel Leben verloren. Ja, jetzt müssen wir sowas zu trinken hier. Ist auch schön. In den gefangenen Zellen. Aber zum Glück haben wir noch ein paar Tanks über. So, der wäre auch weg. Haltet ihn!
kommt ihr denn auf einmal her? Und wieso macht diese Waffe keinen Schaden mehr? Das war jetzt nicht so gut. Muss ich ja mal zugeben. Sorry, es regt mich so unglaublich auf gerade. Ich bin froh, wenn wir dieses verdammte Laserschwert haben und nicht mehr auf die Schusswaffen zurückgreifen müssen. Beziehungsweise nicht mehr so viel. Ich glaube, ich habe selten Spiel mit... Meine Herren, Spiel, hör auf zu ruckeln! Funktioniert doch einfach! Was geht hier vor? Ich verlange doch nicht mehr. Einfach funktionieren. Die Waffen sollen treffen, was halt die... Aber das liegt halt am Spiel. Sorry, ich bin gerade, wie gesagt, es läuft halt leider nicht so, wie ich mir das wünsche. Deswegen mal wieder genervt. Genervte Ziege. Na gut, das werde ich wahrscheinlich auch wieder abschminken können. Kann ich mir direkt schon mal abschminken mit den Lebenspunkten. Und wie gesagt, diesem Schusssystem, das nichts trifft. Und zwar absolut nichts. Wo ich hin ziele. So, ihr könnt da, glaube ich, auch einfach mal... Es ist echt lächerlich. Es ist echt lächerlich. Alles unter Kontrolle. So, also wie gesagt, ich weiß ja nicht, wenn wir SMG später kriegen. Aber ich habe halt die Befürchtung, das wird halt auch nicht so viel präziser sein. Ich meine, in den vorherigen Teilen war es das, aber ich bei dem Spiel habe ich berechtigte Zweifel. Wer da? So, hier blasten wir einfach mal rein, was erstaunlich gut geht, fällt mir mal auf. Bis dann halt ein einzelner Gegner kommt. Und das Spiel halt... Oh, der wurde ein bisschen zerquetscht. Die Waffen halt mal genau sein müssten. Aber es geht schon mal etwas besser als beim letzten Mal. Dann kommt ihr da jetzt mal alle weg. Haben wir noch ein paar Vector-Tanks. Weiter nach oben. Wie gesagt, wir müssen ganz nach oben und dann mal schauen, wo wir sonst reinkommen. Ach, guck mal, ein Druide, wie nett. Na? So, ein bisschen was an Schilden. Auch das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Weg. Oh. Ihr seid jetzt gar nicht mal so willkommen. Ja, die kann man eigentlich nur verwunden, wenn die halt gerade angefangen haben zu schießen oder gerade aufgehört haben zu schießen. Aber einfach Rapid Fire drauf und dann irgendwann passt's. Wir haben ja, oh, nicht mehr genug Muni, sehe ich gerade. Na dann. So, schön in den Rücken geschossen. So gehört sich das schön in die Wand. Ja, ich glaube, das Spiel hat nicht ohne Grund Auto-Aim, weil ohne triffst du halt einfach nichts. So.
Irgendwie. Irgendwie wünsche ich mir, dass diese blöden Waffen endlich mal treffen können. Ich stehe direkt davor und die Schüsse gehen daneben. Ah, es gibt halt echt irgendwie bei den ganzen Spielen immer gibt es irgendwo was, wo ich mich drüber aufregen kann, weil irgendwas nicht funktioniert oder nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle oder wie es eigentlich sein sollte. Laserwaffen zielen sollten normalerweise dahin treffen, wo sie zielen. Nicht in alle anderen möglichen Ecken des Levels. Gut, hier wären Gefangene. Und die wollen wir doch mal befreien. Zack. Nicht sehr subtil, aber es hat. Ja, das stimmt. Subtil ist anders, aber wir müssen jetzt erstmal runter. Ich speichere den ganzen Spaß nochmal. Der wäre, glaube ich, eh nicht zu retten gewesen. Die haben sie ja schon mal ganz gut aufgeräumt, die Damen und Herren. Lass den in Ruhe. So, dann müsste ich mich nämlich hier erstmal auffüllen. Das ist gerade ein bisschen wichtiger. Als irgendwelche Gefangenen, die draufgehen. Ja, großartig aktivieren können wir hier, glaube ich, nichts. Und Muni. Auch sehr, sehr wichtig. So. Na? Danke, dass Sie uns hier rausgeholt haben, Commander. Aber es ist noch nicht überstanden. Ich dachte, wir könnten von hier verschwinden, aber die Haupttüren sind verschlossen. Wir haben hier einige Waffen gefunden, aber kamen von der Frachtrampe aus nicht weiter. Nur der Commander des Stützpunkts hat Zugriff auf die Türsteuerung. Wenn Sie ihn finden und überzeugen können, die Türen zu öffnen, haben wir eine Chance. Wir halten sie möglichst lange auf, aber Sie müssen sich beeilen. Ich werde sehen, was... Ah, alles klar. Ja, helfen wir hier gerade mal noch ein bisschen. Lass die mal bitte in Ruhe. Das gehört sich nicht. Und dann hätten wir hier schon wieder Ruhe. Sehr schön. Gut, irgendwelche blinken Dinger. Hier noch ein Gonk-Droid. Auch immer ganz nützlich. Okay, was haben wir denn hier noch? Schild oder Muni, irgendwas, was wir nicht aufheben können. Gehen wir mal nach oben. So, ist doch gleich viel schöner hier oben. Da haben wir noch einige TIE Fighter, glaube ich. Ich glaube, ich wusste mal, wie die Dinger heißen. Aber wie gesagt, ich bin halt, hatte ich ja glaube ich schon mal bei einem anderen, oder hier bei der Serie gesagt, ich bin bei Star Wars jetzt nicht so drin in der Story und in dem ganzen Universum. Ich habe die Filme gesehen, auch mehrmals, aber das war's dann auch. Aber sonst scheint hier oben erstmal nichts zu sein, von daher gehen wir nochmal unten schauen. Hm. Das war jetzt unnötig, fällt mir gerade auf, aber gut. So, Muni brauchen wir erstmal auch keine mehr. Eine Granate. Hm, müssen wir dann doch da oben rüber? Ich glaube ja fast schon. Ah ne, hier ist noch eine Tür. Da kamen wir her. Dann nehmen wir doch diese Tür. Ja, genau, den müssen wir uns holen, den Commander, aber da kommen wir erstmal noch nicht hin. Hier ist nämlich noch alles zu. Scheinbar müssen wir erstmal noch irgendwas anderes aktivieren. Hier. Also doch nochmal hoch und gucken, ob wir da oben nicht irgendwas übersehen haben. Hier unten war ja sonst nichts. Wahrscheinlich habe ich da irgendwo eine Tür übersehen.
dass wir da reinkommen. Das sind keine zerstörbaren Fenster. Ah, hier hinten geht es eventuell weiter. Ja. Können wir hier wieder ein bisschen vorsichtiger wieder vorgehen? Ja. Können wir tatsächlich. Na, zumindest einigermaßen. So. Waren wir hier schon mal? Ja, hier war der Raum mit den Gefangenen, beziehungsweise wo wir die Gefangenen hätten freilassen können oder freigelassen haben, ja sogar. Dann gehen wir doch mal durch diesen Lüftungsschacht. Ich meine, was sollten wir denn sonst tun? Okay, nett. Aufzug. Nein. Wir hätten vorher den Dings noch anschalten müssen, sehe ich gerade. Dann wieder zurück. Also den Ventilator. Ging das auch in dem großen Raum? Müsste ja eigentlich. Müsste ja eigentlich. Von daher. Hopp, hopp, hopp. Genau, hier ist ja noch das auf dem Bildschirm noch extra groß angedeutet. So, zack. Jetzt aber. Dann können wir uns nämlich einigermaßen problemlos dort herablassen. Ohne dass wir halt zu Tode stürzen. Was ja Sinn der ganzen Sache hier ist. Genau, jetzt haben wir halt hier ein bisschen Wind und können gemütlich, wo ich glaube, theoretisch hätten wir auch von den hier wahrscheinlich von Plattform zu Plattform springen können, ohne dass wir sterben. Aber so ist es halt doch deutlich angenehmer. So, zurück in der Mine und naja, ihr wisst wahrscheinlich, was das heißt. So, Moment. Genau, hier war das Secret. War, glaube ich, auch nur eins in dem Level hier. Na, wo geht der denn hin? Folgen wir ihm doch mal. Da ist er wieder und hat Freunde mitgebracht. Wie schön. Zerlegen wir sie mal. Da hinten war nichts und ich komme jetzt hier wieder nicht raus. Na du, wie geht's dir? Möchtest du denn mal drauf gehen, so ein bisschen? Ich dachte, ich hätte das letzte Mal diesen Ding angesehen. Scheinbar nicht. Kyle, scheinbar nicht. So, wie gesagt, so gehen die wirklich einigermaßen gut weg. Haben wir noch jemand? Komm. Würde ich mir hier noch gerne die Sachen holen. Na, brauchen wir nicht. Wahrscheinlich welche Schilde. Dann kannst du mal drauf gehen. Und auch hier ja, haben wir, glaube ich, so ein paar Abzweigungen, aber führen im Endeffekt immer dahin, wo sie sollen. Wie gesagt, ich finde die Level so schon verwirrend genug. Von daher bin ich froh, dass hier auch nicht noch irgendwelche großartigen Labyrinthe angelegt wurden. Gerade ohne Karte ist das gar nicht mal so angenehm. Na? So, dann hauen wir euch mal der Reihe nach weg. Ich glaube, das waren hier wieder eine ganze Menge, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
So viel dazu, ne? Wo ist der Rest? Es geht sogar. Greift mich auch nichts von hinten an. Ja, beziehungsweise der Gang teilt sich halt mal, wird aber am Ende wieder zusammengeführt, wie wir jetzt hier schon öfter gesehen haben. Alles in allem passt das hier einigermaßen. Wir haben auch keine Bacta-Tanks mehr. Das fällt mir gerade mal auf. So. Tja. Aber wir merken, hier waren wir schon. Irgendwie kommen trotzdem noch Viecher. Dann müssten wir halt mal gucken. Doch, dass ich da was gehört habe. Wo es weitergeht. Aua. Allerdings machen wir das in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen immer an der Stelle. Hier zum Beispiel. Ja, da räumen die schon ein bisschen auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.